dran ist, auf jeden Fall. Ein Charakter, der sehr viele schnelle Optionen hat, eine sehr schnelle Nähe hat, sehr auch gute Projektile grundsätzlich hat. Allerdings ist Darok meiner Meinung nach ein bisschen besser, vor allem durch den Gyro so, also der Greisel. Das ist ja das beste, mitunter beste Projectile im Game, und der Laser. Ja. Also der Kreisel ist, der, man kann so viel damit machen, alleine schon im Edge-Game, was man damit machen kann. Man kann damit Ledge Guarden. Dann hat er seine Side-Key, der hat, also Rob ist wirklich ein sehr, sehr guter Charakter mit sehr, sehr vielen Optionen für basically alles. Er kann buryen, er kann, was kann er nicht? Klein machen, er hat eine sehr große Hurtbox, was ihn in manchen Matchups ein bisschen zu Fall bringt. Aber sonst universal gutes Kit. Dann hat er sich jetzt aber auch schon gerade seinen ersten Stock gesnackt. Er spielt da sehr schön, also meiner Meinung nach relativ geduldig. Und ich habe gerade ein bisschen den Eindruck, Hoi ist überfordert. So gerade so. Was soll ich tun? Hilfe. Kann ich nachvollziehen? Ginge mir höchstwahrscheinlich nicht besser. Ja, aber jetzt gerade hat Hoi ein bisschen Momentum. Er versucht jetzt natürlich die Stage Control irgendwie zu behalten. Hält auch gerade den Egi schön in der Ecke. Gefällt mir ganz gut. Und da kommt ein Laser und schon ist die Situation wieder umgedreht. So schnell kann es gehen. Bei Egi muss es auf jeden Fall respektieren, dass jetzt jederzeit der Upsmash kommen könnte oder in den Upsmash. Oder ja, spiket ihn einfach, das ist ja auch eine Möglichkeit, die eintreten könnte. Ja, ja, also er ist durchaus mit seinen 133% in Kill-Range, stattdessen parried er und macht einen Up-Smash. Muss man respektieren. Oh, schade, nicht das raus. Aber ja, bei 100 bin ich... Ja. Ja, so langsam war der Stock dann doch mal weg, aber er ist einen ganzen Stock vorne. Er kann sich eigentlich zurücklehnen und ganz entspannt zu Ende spielen. Oder halt die machen Offstage. Will ich ja bei Young Egi speziell nicht connecten. Wegen interessanter Optionen. Ja, also gerade haben wir wieder. Hatten wir Momentum für unseren guten Hoi. Ja, Fox muss jetzt halt wirklich schauen, dass er irgendwie diesen Rückstand ausgleicht. Deswegen. Was ich gerade mit hier Akamask von dir redete, du darfst halt trotzdem nicht die Geduld verlieren gegen solche Charaktere, die gute Kill-Options haben. Und oh, das war wirklich ein wunderschöner Confirm aus dem Jab-Block raus. Das muss man... Und plötzlich ist es wieder fast even. Das sind nur 50%, nicht mal mehr. Prozente. Schnell in die Höhe. So schnell kann alles passieren. Also man darf sich auf gar keinen Fall auf seinem Lead ausruhen, nur weil man denkt, oh, jetzt bin ich einen ganzen Stock vorne, jetzt habe ich ja schon fast gewonnen. Weil in dem Moment, wo man im Kopf umschaltet und sich zu sicher fühlt, fängt man an, Fehler zu machen. Man sollte niemals den Respekt vor seinem Gegner verlieren, in keiner Situation. Ja, allerdings hat Maurice das auch nicht getan. Also er hat jetzt nicht den Respekt verloren. Er spielt weiterhin gemütlich und vorsichtig zu Ende. Baut hier weiterhin seine Prozente auf, geht weiter für die sicheren Moves mit Rob, macht keine krass interessanten Sachen. Trotzdem wird er gepunkt, ist schon bei 76 und weiß nicht, wann er Upsmash spielt, aber jetzt ungefähr. Ja, gute Frage. Rob wiegt ja doch auch ein bisschen mehr. Ja. Es ist erstaunlich even gerade. Jeder Hit könnte jetzt sein, obwohl Rob ja größere Hitboxen hat. Du hast es gerade gesagt, da war dann genau der Hit, der größere, stärkere Hitboxen. Fox hat ist ja eher so auf Setups. Ja, aber ich hab den Eindruck, dass Hoi über das Match hinweg durchaus adapted hat. Also bin ich jetzt mal echt gespannt auf Match 2. Wenn ich jetzt überlege, was die wahrscheinlich spielen würden, also ich würde an Foxes Stelle höchstwahrscheinlich versuchen, auf eine kleine Stage zu kommen. Ach, und da kommt Small Battlefield. Ja, ich hab noch nicht zu Ende gesprochen. Schon sehe ich, dass wir wirklich auf einer kleinen Stage landen. Ja, Smage, wundervoll. Ja, bleiben weiterhin auf ihren Charakteren. Weil Fox möchte natürlich Rob nicht so viel Platz geben. Das ist ja... damit halt Rob wenigstens nicht so viel Blödsinn machen kann. Und ja, scheint auch... Oh, ist er? Oh, schade. Die Idee war da, aber... Egi lässt sich davon nicht beeindrucken, nicht so viel Platz zu haben. Ah, noch hat er Sprit, der Rob. Ich bin da immer wieder fasziniert, wie lange er da... Ja, es gibt ja, glaube ich, diesen Trick, wenn man das
sehr oft Smash die ab, die oder einen Knopf, dass der Spritverbrauch ein bisschen sinkt. Ah. Ja, Maurice hat mal zu mir gesagt, dass er einen E-Rob hat. Ja. Das ist alles, wir können ja keine Verbrennungsmotoren der Umwelt zuliebe. Dann ist es ein E-Rob. Der pinke E-Rob. Aber tatsächlich versucht hier gerade Hoi sein Momentum zu kriegen. Er versucht die Stage Control zu behalten und dann wird die Back Air. Das ist so schnell. So ein starker Move, der hätte auch 30% früher gekillt. Ich bin doch der Meinung, dass Hoi das eigentlich nicht schlecht gemacht hat, wie er da versucht hat, die Center Stage sich da zu erobern. Aber leider ist das halt einfach so eine große Hitbox. Also von der Größe her kann da Fox gegen die Brust natürlich. Niemand kann eigentlich was gegen diese Backer machen. Den Hub, den man nach hinten bekommt, eigentlich. Kommt zu punishen. Und wieder, also die Maurice mit seinen Parries hier, ne? Aber da ist der Ausgleich. Und Maurice setzt hier direkt wieder seine Side B offstage fort. Das ist ein Schlagabtausch hier. Wahnsinn. Beide schenken sich nichts. Der Prozent liegt allerdings gerade klar für Egi. Ja, aber wir haben eben schon gesehen, dass Pan das ganz schnell sehen. Fox macht Damage, hat starke Kombos. Auf jeden Fall, das kann der Stalker noch genauso. Oh, schade. Kann passieren, da darf man sich aber dann nicht großartig drüber aufregen. Da muss man einfach im Match bleiben und weiterspielen. Einfach chillig. Vor allen Dingen, man muss es auch so sehen, er hatte ja sowieso schon relativ viele Prozente, deswegen war das jetzt halbwegs zu verschmerzen, sage ich jetzt mal. Ja, und Rob ist ja schon wieder bei 92. Also jetzt der Upsmash und es ist aus. Exakt, das Match ist definitiv noch nicht verloren. Ja, und wir sehen hier, wie Egi versucht, den Stock zu behalten und es nicht schafft. Ja, jetzt ist es, der Prozentlied tatsächlich nicht so hoch. Es kann also jederzeit in beide Richtungen hier ausgehen. Und vor allen Dingen ist gerade Momentum ein wenig bei Hoi, der auch eben gerade schön den Greisel von Rob ihm killt noch nicht ganz, aber der nächste, der wird sein. Aber da ist er reingerollt, der Maurice. Ich glaube aber nicht, dass es nächstes Mal gibt. Wenn Hoi so weiterspielt, also ich weiß nicht, wer das Game da jetzt gewinnt. Also das ist wirklich total ausgeglichen wie Game 1. Definitiv. Wahrscheinlich. Jetzt werden es wieder Robs große Hitboxen sein. Das ist das Ding. Wir sind jetzt wieder in der Situation, in der es jeder Hit sein kann. Da wurde der Laser reflektiert. Und ist der Upsmash. Diesmal ist es der Fox Upsmash. Und damit steht es 1-1. Respektabel gespielt von Hoi. Wir sehen hier, das nur mal kurz, um das zu erwähnen. Wir sehen hier Seed 43 gegen Seed 11 oder so. So in der Richtung zumindest. Also, wenn Hoi das schafft, dann wäre das wirklich ein Wahnsinns-Upset, wenn er das schaffen würde. Und dass er hier so auf Augenhöhe gegen ihn spielt, ist definitiv sehr, sehr respektabel. Ja. Oder hat der gute Young Egi sich etwa zu hoch gesiedelt? Segi ist dem Ganzen auf der Spur. Wie mal gestern auf Twitter gab es, glaube ich, eine kleine Diskussion. Mal gucken, da wird der neue Stoff geliefert. Für das ist Drama. Der nächste Twit longer ist schon in der Mache. Gab schon lange kein Drama mehr und die Leute sind dahin dran. Ja, die Rob-Farbe hat sich geändert. Das sind die Dinge, die mir auffallen. Und wir haben hier Hollow Bastion, eine meiner persönlichen Lieblingsstages tatsächlich. Verliert er eben. Danke für die Info. Ja, aber Hoi schenkt dem guten Maurice hier wirklich keine Verschnaufpause. Also er hat hier gerade sehr gutes Momentum. Und ja, mit dem Spotter hat Egi das allerdings ein bisschen gedreht gerade. Und es geht so schnell. Also die beiden, die wechseln sich im Momentum eigentlich ab. Der Lead ist gerade ein bisschen bei Hoi. Was ich an der Stage da persönlich sehr genieße, ist, dass man auf der Stage, in Center Stage, sehr gut campen kann. Unter der Plattform. Genau. Und sie hat bessere Musik als die Animal Crossing Stage, die das hat. Also das ist eine Stage, wo ich persönlich mich sehr wohl fühle, wo ich mir sehr echt vorstellen kann, dass Maurice sich da auch wohlfühlen würde unter der Plattform.
Aber Heu lässt ihn da nicht hin, das ist seine Plattform und niemand wird auf dieser Plattform landen ohne seinen Befehl. Das ist das Häuschen. Ich sag zu diesen Stages immer, die haben in der Mitte so ein Haus mit einem Dach und darunter ist toll, da willst du sein. Ja. Und da wird sich dann drum geprügelt, wer unter dem Häuschen stehen darf. Oh. Ah, das ist aber, also er ist sowas von in Kill Range, der gute Maurice. Mhm. Also, man muss nur, ja, so ein Upsmash, wenn er da jetzt getroffen hätte, wäre es das jetzt auch schon gewesen. Aber gegen Rob ist man auch immer, auch bei Null, immer in Kill Range, da muss man richtig aufpassen. Und ja, da genau war's, das war's. Und jetzt ist der Lead dann doch schon merklich. Ja, aber und wir haben eben schon gesehen, der eine Stock, der geht also richtig schnell weg bei den beiden. Das also es ist ein ganzer Stock, aber das hatten wir auch schon mal gehabt und es war trotzdem noch knapp geworden. Ja. Sollte man nicht unterschätzen. Klar muss natürlich Heu jetzt echt viel, viel mehr aufpassen. Also Maurice kann sich halt jetzt eher mal noch einen Fehler erlauben, weil er hat ja noch einen Stock. So sollte man natürlich gewissermaßen nicht denken. Aber es ist definitiv viel mehr Druck auf Heu jetzt drauf, dass er das jetzt clean runterspielt und irgendwie zwei Stocks nacheinander holt. Spielt das schon? Und ja, nee, noch nicht ganz, aber die Recovery. Und da ist das ja, ich wollte gerade sagen, die Recovery, die für die Fox jetzt gehen muss an der Stelle, die ist verdammt unsafe. Und da zieht Rob mit seiner riesigen Downer natürlich fort sein. Exakt, und damit hat Maurice dann das Set gewonnen. Aber sauber gespielt